Jetzt musst du dir vorstellen, Mitleid oder Mitleidenschaft. Mitgefühl, Achtsamkeit ist dafür erforderlich. Und statt Mitgefühl, Mitleid ist besser zu sagen Mitgefühl, weil man auch die guten Seiten mittragen kann, verstehst? Freud und Leid zu teilen oder verschiedene Gemütslagen. Von Sport bis zu gemeinsame, unterhaltende Dinge, bis zur Sexualität oder kulinarischen Kochkunst, bis zur Gastfreundschaft, als Gast selber scheinen oder sonst als Gastgeber, bewirtend oder sonst, verstehst? Weil Mitleid schinden. Wie sagt man, wenn man ein hochgebildeter Bräutigam, ein potenzieller wäre und man muss Mitleid schinden zuerst, verstehst? Sogar bei einer Prostituierten, die mit 20 Buffhaberer das ganze Leben umeinander geschnarrt hätte und keine Putsch mehr drinnen hätte. Und da müsste man noch Mitleid schinden und ihre ganzen Schulden verpflichten, sich abzuzahlen und ihre veralteten Menschen durchzufüttern, die Eltern und was sie sich 1000 Hürden noch unterschreiben im Vorfeld, das Blankoformular, dass man vielleicht einmal vögeln dürfte. Auf dieses Mitleid schinden, verstehst, verscheißt der Mann dann irgendwann einmal. Das ist einmal zu viel, verstehst? Weil eine Liebesbeziehung, verstehst, die muss irgendwie gleichermaßen angestrebt werden. Also mit Vorfreude und die Hochzeit sozusagen als solche irgendwie ins Auge zu fassen und nicht nur den anderen irgendwie verbürgen und verpachten und verpackten und überall in Mitleidenschaft zu ziehen und im Blankowechsel und Alimentationsverpflichtungen und alles Scheiße aufdividieren. Das ist von der Ausgangspositur, verstehst du schon falsch? So wie ein Herr Karl, verstehst du? Da sagt er, wenn ich dann alles durchgeschlendert habe im Leben, durch alles Falschheit, Kameradenmord, Verschuftung, Hochverrat, total menschenverachtende Lebensführung. Und wenn ich dann irgendwie ein Kind hätte, eine Tochter, verstehst du, da verkaufe ich sie natürlich. Ich löse niemals einen Nachbarn, aber das gratis die Tochter nehmen. Sondern dann den Höchstbietenden, der gleichzeitig alle Dinge erfüllt, irgendwie werde ich sie verhökern. Und werde ich schauen, dass ich selbst noch mitverpflegt werde oder dass ich meine Großeltern dann von ihnen versorgen lasse, dass er da einen Blankovertrag und es muss unbedingt ein von dieser oder jener Rasse einer sein. Ich habe 1000 Grundbedingungen, verstehst? Und ob der dann so selbst glücklich wird, das interessiert mich überhaupt nicht. Also dieser Qualtinger Herr Karl, dieser Typus, verstehst? Da neben solchen Menschenschlag kannst du nicht glücklich werden. Du kannst, verstehst? Deshalb sind die ganzen millionenfach die Weiber, die gebildeten, guten, schönen, von Rassequalität ausgezogen. Die haben das nicht mehr ausgehalten. Die Duckmäuser, die Blindschleicher. Mitleid habe ich mit dir irgendwie, verstehst? Die Bertha von Suttner hat es auch beschrieben. Vom Ersten Weltkrieg in die Besatzung, in die Zwischenkriegszeit, in die da wieder in Besatzung, verstehst? Und nicht mehr rausführend. Und gleich weiterputschen oder noch Ärger. Da musst du denken, der Karl Merkatz hat es ja irgendwie gut gemeint. Er selbst war vielleicht kein Arschloch, verstehst? Weil er diesen Kroaten getötet hat und schon wieder einen weiteren vaterlosen Jungen da zurückgelassen hat. Verstehst? Und mit Mercedes am Land da rauscht und echt, der Werner geht nicht unter, der Pokerer irgendwie sowieso, der Joker, der Spritzenkali, der Pokerer 2, Österreich ist frei, drei Herren, der Pokerer 3, die Brücke voran, der Hund kam in die Küche, zwei Väter, eine Töchter und der Pokerer 4 noch geschlagen, Prager Frühling, Sommer mit der Bürgergespenst, rechter Wiener, der Sackelbauer Saga, der Saga sogar. Verstehst? Und dann, das wäre, verstehst, dann die fürchterliche Umstand ist, dass der Österreich noch viel schlimmer geworden ist nach dieser Aufklärung.
Ein absoluter Sackbauer, ein Bluteiterer, ein gottloses Drum.